Und auf geht's, meine Lieben. Das ist doch mal wieder ein Applaus wert. Kaum zu glauben, aber wahr. Auch Rennsport macht sich vor mir nicht rar. Da ist der eingetroffen, der Beta-Key. Und schwuppdiwupp schauen wir uns natürlich auch Rennsport an. Die zukünftige E-Sports-Simulation schlechthin, die natürlich einen riesengroßen Fokus auf E-Sports und Online-Competition legt, quasi noch wahrscheinlich einen größeren Wurf machen will in die Richtung, wie es ACC derzeit ist. Es war schon wieder kein Geist da. Aber wie alle wahrscheinlich wissen, die meinen Kanal verfolgen, ist nicht so meine Baustelle. Also dieses Genre, speziell Online-Competition, E-Sports und so weiter. Ich bin eher so der, ach, da mache ich mal ein bisschen für mich rum. Und wenn es mal ganz schlimm ist, fahre ich mal gegen eine KI oder gegen einen Kumpel oder zwei. Aber ich fürchte, dass ich gerade in einer Phase bin, und das auch schon das letzte Jahr, in der ich mich online, habe ich kein Bedürfnis, mich da irgendwie kompetitiv da ja zu stellen und mir da den, ich sag jetzt mal, positiven Stress zu machen. Vielleicht kommt es bald wieder, vielleicht auch nicht. Mir ist alles recht. Ich handle immer so, wie es mir Spaß macht. Und Spaß macht mir vor allen Dingen jetzt den aktuellen Release, Beta-Release von Rennsport in der Version 1.4.0.0.5.4.6.24.0.37, steht wirklich da, zu testen, meine Lieben. Und ihr seht's, ich hab's auf meinem T-Shirt auch schon stehen, KME Rennsport testet Rennsport, eine Simulation aus München, wer es nicht wusste. Also support your local Software Developer an der Stelle. Und ich bin sehr gespannt, denn wenn ACC eine Sache gut kann, ist es ja absoluten super Content, geile Grafik, finde ich, ne? Geschmackssache. Ist jetzt nicht so top malerisch wie Gran Turismo oder ein Forza, aber geile Grafik auf seine Art und Weise. Und Sounds können die richtig gut. Also Motorsounds richtig ganz oben mit dabei. Kann das Rennsport auch? Werden wir im heutigen Video beantworten. Wir gucken uns die Autos an, die hier mittlerweile im Content drin sind, und die Strecken. Wir überprüfen, wie das Force Feedback ist und die Fahrphysik und welche Möglichkeiten sonst noch so im Spiel da sind, und Eva Lange weiter rumknetschen über das, was wir tun werden. Machen wir es einfach und lass uns doch da direkt mal ins Game springen. Also, so, was mir als allererstes auffällt, ist ein sehr schönes Bild und eine sehr spartanische Menüaufmachung, möchte ich es nennen. Hier oben rechts sehen wir irgendwie sowas wie Safety Rating. Auch im Profil kann man leider noch kein Bild hinterlegen, zumindest nicht über das Spiel hier selbst. Ihr seht es, in der Biografie vom Knut steht, würde gern schnell sein, ist aber leider immer zu langsam für E-Sports und Competition. Ich habe gesehen, dass hier auch Multiplayer-Sachen möglich sind. Hier sieht man heutiger Tag oder auch morgiger Tag, gibt es einige Schedules den Tag über auf Hockenheim, auf Spa, im Porsche Cup und so weiter und so fort. Aber ich hatte es einleitend ja bereits erwähnt, dass ich nicht der Online-Typi bin, zumindest in diesem Video nicht. Wir schauen uns das natürlich auch noch an, keine Frage. Aber heute soll es darum gehen, wie ist der Content und wie hört sich's an, wie sieht's aus und wie fühlt sich's an. Und das Ganze machen wir natürlich im entsprechenden Singleplayer-Modus. Wir haben aktuell die Strecke 8, Beta, Monza, Spa, Hockenheim und den Nürburgring. Wir fangen ganz oben an mit Monza und fangen auch mit dem Audi R8 an. Wir haben hier noch eine Menüführung, die es ermöglicht, zukünftig Spieler und KI-Gegner entsprechend hinzuzufügen. Wir haben die entsprechend erlaubten Autos, die man sich aufs Grid konfigurieren möchte. Hier ist auch mit dabei der Praga R1 sowie der neue Cup 992. Und falls es ja für Leute wichtig ist, kann man hier noch die BOP manuell entsprechend einstellen. Das zu den bald möglichen Optionen. BOP kann man schon machen. Wie gesagt, KI-Gegner eher nicht. Wir gehen ganz gespannt auf die Strecke Monza im Audi R8. Ein sehr schönes Ladebild. Und das Laden geht so schnell, meine Lieben. Da kann ich ja gar nicht den Ladebildschirm betrachten. So schnell geht das Laden. Also, wie gesagt, wir sind in Monza. Ich habe auch schon mal alles soweit eingerichtet. Das hat entsprechend
so verstellt, dass wir hier alles zentriert auf dem Bildschirm sehen. Steuerungsfunktionen belegt etc. Das machen wir jetzt sonst nicht nochmal hier extra. Und dann geht's los. Wir machen mal die Zündung an. Und das allererste, was mir auffällt, ist, wenn ich die Zündung anmache, ich kriege kein Feedback darüber. Also wo... Hier geht ja nicht mal eine Lampe an. Ja, also irgendwie sowas wie, ja, Zündung ist an. Du kannst jetzt den Starter drücken, denn machst du die Zündung nicht an und drückst den Starter. Glücklicherweise war die Zündung an. Machen wir so mal aus. Da kannst du noch so lange auf dem Starter rumrödeln. Aber was mir jetzt schon mal direkt auffällt beim Audi A8, geiler Sound. Also Zündung an, Startknopf und der Übergang, die Transition zwischen Anlasser und dann in den laufenden Motor, in das Geräusch. Hört mal. Da muss ich mal sagen, geil. Was ich nicht geil finde, ist, dass das Auto absäuft. Kein Gang ist drin. Also, wir haben keinen Gang drin. Finde ich ein bisschen komisch. Jetzt bleibt er an. So, Display können wir hier durchwechseln. Wir haben einen Blick nach hinten. Wir haben verschiedene Ansichten. Wir können auch nochmal... Interessant, wenn ich ins Cockpit springe, erhöht er die Drehzahl. Witzigerweise. So, Pitlimiter an. Wir fahren mit Kupplung. So, wir fahren los, wie gesagt. Wir stellen mal so ein bisschen die TC runter und ABS gehen wir mal auf 4. Bremsbalance steht auf 50%. Das ist ja eigenartig weit hinten. Haben 40 Liter im Tank und drehen jetzt mal eine Runde auf Monza im Audi 8. Wie gesagt, Sound kann sich beim Audi echt sehen lassen. Und der erste Eindruck, auch am Lenkrad, wenn ich hier über die Curbs fahre. Sagt mir zu. Die Grafik ist auf episch volle Pulle. Mehr geht nicht. Okay. Wir haben kein Monster mehr gefahren, ne? Wie gesagt, Grafik auf volle Pulle, episch, mehr geht nicht. Ich finde die Grafik... ist also geil, keine Frage, ne? Also worauf ich hinaus will, ist, dass es manchmal etwas matschig anmutet, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob das ein spezielles Ding der Unreal 5 Engine ist, aber teilweise ein bisschen angematscht. Also Fahrphysik und Force Feedback finde ich auf den ersten Moment jetzt hier beim Audi A8 geil. Was ich merke, ist, dass Monza offensichtlich sehr, sehr, sehr huckelig ist. Oh, bisschen zu schnell ins Untersteuern. Für mich setzt auch zu früh die TC ein. Wir fahren mal mit 0. Mal gucken, ob das geht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl... Also sehr näher... Also viele Informationen hier auf dem Lenkrad. Ist ein bisschen glatterer Asphalt offensichtlich. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ihm so beim Ausbeschleunigen und ich führe das nachher im Fazit weiter aus. Ich muss mich ein bisschen auf die Strecke konzentrieren. So, Lesmo 1. Gehen wir auf 1 wieder. Lesmo 2.
So, wir schalten nochmal hier im Display durch. Da haben wir allerhand Informationen, was ich auch gut finde. Ich habe jetzt natürlich mit Lenkrad und Fahrerhänden und sowas eingeblendet. Was ich geil finde, ist, dass aus dieser Perspektive auch die lateralen und die vertikalen Kräfte so ein bisschen sichtbar gemacht werden, also beim Bremsvorgang und beim Beschleunigen. Ihr seht, hier kommt das Auto etwas auf uns zu. Ich fahre immer mal ein bisschen zu schnell, aber das sind wir wieder beim Thema Overpacen. Also sehr, sehr, sehr huckelig hier offensichtlich auf Monza in der Version hier von Rennsport. Gibt aber wie gesagt auch Streckenbereiche. Das war zu spät, Herr Matthiessen. Es gibt auch eine, okay, Strafe, weil ich abgekürzt habe. Und es gibt auch eine Taste für, weiß nicht, ob man das in dem Display sieht, für Code 60 Yellow. Also wahrscheinlich hat der Limiter dann einen anderen Speed als der reine Pit Limiter. Man weiß es nicht. Fahren üben muss der Knut noch, ansonsten, wie gesagt, finde ich jetzt die Mischung Monza, Audi R8, Evo 2, die Grafik und der Sound rundum macht einen richtig guten Eindruck, ist jetzt für mich nichts Weltbewegendes, also ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, das habe ich aber so noch nie gesehen. Krass, ganz toll. Aber es ist auf jeden Fall geil. So, wir schließen unsere Runde jetzt hier im Monza ab und bewegen uns direkt auf die nächste Strecke und das nächste Auto, würde ich sagen. So, meine Lieben, weiter geht's mit der Mischung Spa-Francorchamps und unser geliebter Porsche 911 GT3. Und ich bin gerade beim Porsche 911 GT3 natürlich sehr auf das spezielle Porsche-Verhalten gespannt, ob es das hier auch gibt. Ne? Also schon, im Prinzip kannst du den ohne TC fahren und neigt eher zum Untersteuern, ne? So typische Eigenschaften eines Porsche. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie das gute Fahrzeug sich anhört. Das ging mir zu schnell. Zündung. Übergang ist gut, finde ich, hier an der Stelle. Und man klingt, also man hört den Porsche rausklingen, aber so ist schon leicht anders, wie ganz kleines bisschen abweichend, wie jetzt beispielsweise ACC. Egal. Klingt auf jeden Fall wie ein Porsche, ist schon mal cool. Wir fahren los. Also wir fahren los, wenn man anfahren übt mit Kupplung. Das sind manchmal komische Verhaltensweisen, die ich nicht verstehe. Also ganze Zeit Kupplung gedrückt. Na gut. Motor läuft. Und wir fahren los, machen das Licht an. Hier gibt es sogar auch ein Feedback. Licht ist an, Licht ist aus. Super. Flasher haben wir auch. Allerdings sieht man nicht so schön wie bei ACC so die Reflexion, wenn du den Flasher betätigst. Auch hier fehlt mir so das Feedback im Armaturen- oder im Kombi-Instrument, dass du beispielsweise
dein Licht an hast oder das Assistenzsystem angehen oder. Also wir fahren mal los mit ABS 4 und PC 0 ins Bar. Auf geht's. Schönes Körbgefühl, wirklich schön, ohne Scheiß. Sound gefällt mir jetzt während des Rennbetriebs nicht ganz so gut. Auch hier wieder 50% Bremsbalance. Was mir auch irgendwie auffällt, das war beim Audi eben schon, dass wenn du voll auf dem Pinsel stehst, du hast ja hier unten die Anzeige, ne? Also auch das Pedal gibt das volle Möhre-Signal an das Auto. Aber dann, was als Beschleunigung dabei rauskommt, guck mal, wenn ich voll aufs Gas trete, ist das irgendwie so ein bisschen, weißt du, als ob das Pedalprofil irgendwie so sehr defensiv eingestellt wäre. Aber man sieht ja am Graph, dass hier volle Lotte anliegt, aber ja, vielleicht ist das auch nur ein falscher Eindruck. So, wir versuchen meine Rundenzeit zu fahren auf die nächste Runde. Okay. Hier finde ich die Bäume und das Blattwerk tatsächlich ansprechender, wo... Ja, doch, finde ich wirklich ansprechender, als wie es in Monza umgesetzt war. Hier sieht es klarer irgendwie aus. Ja, nochmal zum Motorsound zurückzukommen. Ich finde, es ist ein bisschen wenig Leben, Spirit, so Agilität drin. Guck mal hier, Vollgas die ganze Zeit. Kein TC an, gar nichts. Und das Ding ist irgendwie gefühlt, oh, ich komme dann morgen. Bremse finde ich übrigens geil. Aber die Beschleunigung, oder? Hm. Ja. Uiuiuiui. Geil. Auch hier. Ja, Lichtsignale am Streckenrand, das finde ich alles schon ziemlich geil, auch die Effekte, Sound und Force Feedback, wenn du hier über die Curbs mal gehst, das ist zu schnell, Knut, einfach. Hier kommt irgendwie nichts, ne? Also... Was ich geil finde, wenn du vom Gas gehst, dann hörst du so die... Hör mal. Das Nachblubbern. Der vermittelt irgendwie, also der, auch beim Audi war das schon so, also die Sounds klingen ja voluminös schon, aber... Irgendwas stört mich noch im Zusammenspiel oder mit dem Geschwindigkeitsgefühl auch. Wie soll ich das erklären? Also, kennt ihr das manchmal? Ich weiß nicht, in welcher Simulation euch das so geht oder ob ihr das überhaupt kennt, aber es gibt bei mir bestimmte Simulationen, wo Motorsound wirklich Emotionen in mir auslöst. Also, wo ich echt so mir das Gefühl einbilde, jetzt geht's aber richtig voran. Ja, die Kiste schiebt ja wie die Hölle. Das habe ich hier vollständig gar nicht. Also das Bild ist total schnell und flüssig, sieht super aus, aber ich habe irgendwie ein Gefühl wie... Auch hier, ne? Ich stehe voll auf der Latte. Oh. Ansonsten ist die Strecke ins Bar hier richtig, richtig geil gelungen. Wir gucken noch mal kurz die anderen Kameraperspektiven an.
Hier, Baustelle ist angesagt. Ansonsten sieht das Auto auch grafisch natürlich wow aus, ne? Also da muss man nicht drüber reden. Ziemlich geil. Auch hier wieder die bevorzugte Fahrzeugnummer und der Schriftzug über der Tür mit dem Fahrernamen des eigenen Profils. Ziemlich geil. Ja, also summa summarum würde ich sagen, Leute. Summa summarum würde ich sagen, tatsächlich, warte mal, geht das hier mit dem No Code? Genau, das ist hier so nochmal spezieller Code 60 Limiter. Summa summarum zum Sound ist mir jetzt, wie gesagt, beim Audi auch schon aufgefallen. Und beim Porsche ebenso, irgendwie fehlt mir da drinne so das Leben, so die Leidenschaft und so dieses Gefühl, was dir nochmal als Simracer vermittelt, wow, die Kiste schiebt aber sowas von krass an, das fehlt mir hier irgendwie. Wobei die Sounds nicht irgendwie schlecht sind, um Gottes Willen, die sind schon gut, sind nicht die besten, aber sie sind gut, aber sie vermitteln dieses Powergefühl irgendwie nicht. Aber wir haben ja noch Autos, bei denen wir das nochmal auf den Prüfstand stellen können und deshalb zwirbeln wir einfach in die nächste Kombination. Das wäre dann natürlich entsprechend der Hockenheimring und auf dem Hockenheimring fahren wir doch zur Abwechslung mal nicht nochmal einen Porsche, sondern jetzt mal den Prager. Prager fahren wir. Ja, gute Idee. Knut, sehr gut. Guckt euch die Ladezeit an. Geiles Bild. Kann man leider nicht lange genug angucken, denn jetzt ist man schon auf der Strecke. Zack, sitzt man drin im Auto. Also über die Grafik braucht man nichts zu sagen. Also das, also nicht falsch verstehen, sollten wir auf jeden Fall sagen. Geile Grafik. Super, super. Aber das ist auch meine Erwartungshaltung, ehrlich gesagt, an die Unreal Engine 5 Grafik. Wir machen wieder unsere Zündung an, die nirgendwo zurückmeldet. Ich bin an. Mache den Starter an. Finde ich aber gut vom Sound her. Wenigstens so ein Geräusch, ne? So wie bei ACC, so ein Zzzz, dass du merkst, oder hier, dass dein Bildschirm angeht oder sowas. Ansonsten der Übergang hier auf. Jetzt geht der Motor wieder aus, das hat er manchmal. Also nicht das Auto speziell, sondern. Das hatten bis jetzt alle Autos tatsächlich. So, Motor läuft. Wir limiten den Pitler an. Pit-Limiter an. Kein ABS, kein TC. Bremsbalance bei 51%. Pit-Limiter ist an. Wir treten die Kupplung, machen ersten Gang rein. Oh, der. Schön. Schön. Ist jetzt nicht verkehrt. Oh. Das gefällt mir. Man merkt richtig, wie hart die Bude ist und wie Vibrationen hier richtig schön aufs Chassis übergehen. Aber auch hier so. Es geht bei dem Auto. Der schnellste ist er nicht. Kein ABS, habe ich gesagt. Gut. Aha, guck mal. Oh. Also wir haben gerade vor ein stehendes Rad gehabt und haben jetzt noch mal einen kleinen Drift-Kurvenausgangs gehabt und das merken wir sofort auf den Rädern. Beobachtet mal den Force-Feedback-Balken, wie unruhig der rumzappelt. Dann merkst du sofort, dass du hier eine Ecke dir ins Rad reingefahren hast. Es geht, also diese ganz kleinen Ausschläge, du merkst die unglaublich gut am Lenkrad. Ich fahre mal noch eine Runde. Aber auch hier fehlt mir so dieses
Powergefühl. Guck mal, also. Das ist Vollgas. Da kommt ja so. Warte mal. Also das Force Feedback und diese Effekte jetzt hier vom Bremsplatten, wunderbar geil umgesetzt. Kenne ich eigentlich nur so in der Qualität von R-Factor 2. Aber gehen wir auf der Bremse ein bisschen zurück. Als ob da noch irgendwas rein limitiert, ne? Ansonsten, also ich bin tatsächlich von der Grafik und auch von der Fahrphysik und vom Force Feedback schon angetan, weil du hier sehr, sehr, sehr detailliert alles, also mir wäre das mit dem Bremsplatten schon fast zu viel, wenn ich jetzt rinfahren würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit rumjammern, dass ich neue Reifen möchte. Ansonsten ist es auch hier wieder, was ich auch ein bisschen komisch finde, wenn du in dieses Pausenmenü gehst, dass du dann, das Auto fährt einfach weiter, also das Spiel wird nicht pausiert oder die Simulation wird nicht pausiert, sondern es läuft im Hintergrund weiter und du knallst irgendwo rein und musst dann entweder schnell genug drücken oder ja, oder ich mache irgendwas falsch. Aber auch hier bin ich im Grunde genommen begeistert vom Fahrzeug. Ich finde es auch cool, dass es mal ein anderes Fahrzeug hier drin ist, nicht nur ein GT3. Vom Sound, aber auch hier hat der Sound wieder das Problem, so eine leidenschaftliche Verbindung zwischen Fahrzeug und Geschwindigkeitsgefühl abzubilden und mir dann schlussendlich zu vermitteln, jetzt kommen die, keine Ahnung, was der Bock hier für PS hat, jetzt geht's richtig rund hier und jetzt ist hier Qualm an der Kette angesagt. Das ist immer so, du gibst Vollgas, du siehst da unten, der Gaspedalbalken ist komplett ausgefüllt, aber der Motor macht halt so. Wir machen mal weiter. Nächste Strecke und übrig bleibende Autos und fazitieren dann gleich nochmal im ruhigen Kämmerle. Los geht's. So, meine Lieben, übrig bleibt der geliebte Nürburgring. Wir sitzen im BMW M4 GT3 und das ist in meiner ganz persönlichen Knutwelt ein Fahrzeug, was ich absolut nicht mag, weil der BMW M4 GT3 für mich das Gegenteil von Rennsport-Emotionen verkörpert. Das Auto ist so stinkend lang. Ich weiß, dass das ein ganz tolles Fahrzeug ist, sicher zu fahren, tolle Bank bei Langstreckenrennen und so weiter und so fort. Ich habe den selbst schon auch mit meinen Jungs im 24-Stunden-Rennen gefahren, aber er vermittelt mir keinerlei Emotionen. Das Auto ist einfach so ultra langweilig. Also es ist nur noch ein Klodeckel, das ist schlimmer. Ist aber mein ganz persönliches Verhältnis zum BMW M4 GT3. Jetzt hatten wir ja drüber gesprochen, dass alle Autos in Rennsport jetzt momentan so dieses für mich Sound-Emotionsthema haben. Mit der schlechten Voraussetzung des BMW M4 GT3 in mir selbst und diesem Rennsportproblem mit Sound und Emotionen bin ich mal sehr gespannt, ob ich diesen M4 überhaupt bis zur nächsten Kurve fahren kann. Oder ich mich direkt übergeben muss. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch das ganze Gegenteil. Wir lassen uns überraschen und sind positiv gestimmt. Also, was schon mal auffällt, hier Cockpit sieht alles richtig super aus. Können wieder die Display-Geschichte hier umschalten. Licht geht, Pit-Limiter geht. Und dann machen wir mal hier den Koffer an. Jetzt ist er auch tatsächlich an, also so zwischen Zündung und Startknopf und wann ist er an und wann hört man was, da kann man auch noch optimieren, das ist noch nicht ganz optimal.
Aber wir fahren jetzt erstmal raus. Licht haben wir an. Ein kurzer Blick zurück. Super Grafik. Klasse sieht's aus. Begeistert mich. Ansonsten immer doch mal gerne einen kleinen Blick auf den Force Feedback Graphen werfen. Das ist nämlich sehr interessant. Der spiegelt in etwa das von der Menge her wieder. Hat hier jemand Kies auf die Straße gelegt oder was? Was ich so alles so im Lenkrad merke. Was ich merke ist, dass die Lenkung vom BMW äußerst viel, viel strammer ist als die des Audi 8 beispielsweise. Wir könnten den Pitlimiter auch mal ausmachen zur Abwechslung. Dann können wir vielleicht auch eine einigermaßen gute Rundenzeit fahren. Ansonsten muss ich jetzt auf den ersten Blick mit dem Ohr tatsächlich sagen, Rennsport ist die erste Simulation, in der mir der Motorsound vom M4 am besten gefällt. Also er gefällt mir von der Charakteristik immer noch nicht, aber Rennsport macht es tatsächlich aktuell am besten. Ob das Emotionsthema beim Ausbeschleunigen dann auch wieder das gleiche ist wie bei den vorherigen Fahrzeugen, wir werden es gleich sehen. Auch der Übergang, also die Schaltung ist für mich ein bisschen zu weich einfach. Ne? Hier ist beim Runterschalten schon mehr Betrieb. Oh, TC regelt komplett rein. Wir machen mal auf 0 und ABS 4. Schön strafft das Auto. Ui, herzlich willkommen bei der Drift Challenge mit von und mit Knut M. in R-Sport, in Driftsport. Diesen Bereich ab 2,40 bis 2,45. Oh, ist die enge Variante. Bitte denken Sie dran, Herr Mattheisen, bei der nächsten Runde. Also so, auch hier wieder dieses Ausbeschleunigen. Wo bleibt die Leistung? Also wo wird die Leistung vermittelt? Hier geht's noch. Und jetzt ist es so ein bisschen einschlafmäßig, umso schneller das Auto wird. An der Power liegt's, also an fehlender Power liegt's nicht. Aber da fehlt mir auch so ein bisschen das Gefühl, so von wegen, jetzt kommt der Bums. Ich lasse ihn jetzt hier nochmal ein bisschen. Reifen hört man auch kaum, obwohl ich die auf 100% stehen habe. Ansonsten hier wieder guter Effekt im Lenkrad. Bin natürlich nur für euch übers Gras gefahren, selbstverständlich, ja. Den Zeitpunkt merke ich nicht ganz so gut. Wir gehen mal auf TC1. Schon besser. Ansonsten macht das Auto einen wunderbaren Fahreindruck, muss ich sagen. Also echt eine absolute Bank natürlich, ne? Aber auch hier fehlt mir dieses Biestige, ne? Also dieses Gefühl, ey, du hast hier ein Rennauto mit, weiß ich nicht, 400-500 PS. Gemach. Weil du stehst hier dauerhaft voll auf Pinsel und du hast das Gefühl wie irgendwie komisch.
Oh. So, wir machen die Runde mal fertig. Bei der Grafik muss ich sagen, wie gesagt, das geht so in die ACC-Richtung vom Grafiktypus her. Wie gesagt, Unreal Engine 5 ist jetzt sicherlich eine sehr leistungsfähige Grafik-Engine, aber ich sag jetzt mal so, ja, also es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber es soll es auch nicht sein, es ist ja eine Simulation. Da braucht man keinen Bling. Aber es ist jetzt auch also nichts, was mich grafisch irgendwie so ultramäßig umhaut. Ne? Ist okay. War's aber auch. Als ob da noch irgendwas dazwischen regelt, was ich nicht unter Kontrolle habe oder noch nicht auf dem Schirm habe. Wo ist denn hier? Die Lichtschranke. Da sieht es wieder geil aus, hier Grafik, ganzen Details und so weiter und so fort. Hier auch alles, was so Lichteffekte und Schattenbildung betrifft, ist ja hier in Unreal Engine 5 und mit Raytracing super cool. Keine Frage. Ja. Macht's ganz gut. So, ich würde sagen, ab ins Fazit, den AMG ersparen wir uns. Den habe ich ganz kurz angetestet, musste mich kurz erbrechen, weil der Sound ist mal, geht überhaupt gar nicht in meinen Ohren. Also deswegen lassen wir den weg. Ansonsten sprechen wir jetzt nochmal kurz im Fazit über das, was wir gerade gesehen, gehört und aber auch erlebt haben. Nun denn, lasst uns ein wenig fazitieren. Rennsport. Erste Erfahrungen, erste Eindrücke. Ich sage mal, gut. Gesamtnote gut, würde ich sagen. Grafisch ist es jetzt, wie gesagt, nichts, was mich unwahrscheinlich aus den Socken haut. Ohnehin ist der Rennsport, also der Titel oder der Scope Rennsport, ohnehin etwas, was nicht ganz in meinen Bereich von Interesse fällt, da es hier wirklich E-Sports technisch um Competition geht. Und das ist, wie vorhin schon erwähnt, tatsächlich nicht so meine Sache. Unreal Engine 5, solide Grafik, auch da nichts, was mich irgendwie von den Socken haut. Wir hatten über das Sound-Thema gesprochen. Ich finde den M4 GT3 Sound tatsächlich sehr gelungen, aber auch, also zumindest haben für mich alle Fahrzeuge so den Anschein erweckt, dass irgendwie Leistung fehlt. Ich kann es nicht beschreiben, es ist ganz, ganz komisch. Vielleicht habe ich das auch nur und ihr alle nicht. Eine steile These. Angenommen, ich wäre ein Fahrer, der solche Simulationen wie ACC oder aber auch potenziell Rennsport, also sich im E-Sports-Bereich bewegt, nehmen wir mal an, Mavix, wäre ich jetzt ein solcher Fahrer. Was würde mich jetzt dazu bringen, dass ich anstelle von ACC Rennsport starte? Natürlich, im aktuellen Stadium brauchen wir nicht drüber zu reden. Es ist eine Beta-Variante, die stetig weiterentwickelt wird und auch muss. Aber was genau sollte mich jetzt von ACC zu Rennsport bringen? Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Also mir würde kein Grund einfallen, auf Rennsport zu setzen und ACC wegzulassen. Ich bin aber, wie gesagt, ich muss es nochmal wiederholen, weder der ACC-Fahrer noch ein anderer, noch in einer anderen Simulation ein E-Sports-Competitioner. Na klar, genieße ich den Ausflug in solche Motorsport-Simulationen, aber nichts Langfristiges für mich dort zu tun. Ja, also Fazit ist, wie gesagt, ja, schön, verheißungsvoll. Ich finde, es gibt noch viel zu tun. Was die Grafik betrifft, kann man, glaube ich, noch einiges rausholen aus der Unreal Engine 5. Das Soundverbindungsthema zum Motor, irgendwie so dieses Gefühl von fehlender Leistung oder ich kann es irgendwie nicht greifen, das ja, ist mir sehr, sehr nicht positiv aufgefallen. Auf jeden Fall positiv aufgefallen ist mir
die Fahrphysik und alles das, was ich im Lenkrad verspürt habe, das fand ich wirklich schön. Curb Sounding und auch alles, was man so im Wheel merkte, gut gemacht. Aber wie gesagt, auch in der einzelnen Sicht auf Fahrzeuge unterscheiden sich die Soundqualitäten doch nochmal immens. Der AMG, ich zeig auf dem Bildschirm, ihr seht es eh nicht, aber ist okay. Der AMG ist dort das schlechteste Beispiel, muss ich sagen. Der klingt wirklich richtig, das ist ein ganz persönlicher Eindruck, ne? Also um Gottes Willen, jeder hat da seinen eigenen Geschmack und ich bin auch, wie gesagt, noch nie in einem AMG GT3 Fahrzeug selbst gefahren, aber ich fand jetzt das Fahrverhalten in Kombination mit dem nicht wirklich guten Motorsound eher meh. Also da auf jeden Fall noch nacharbeiten. Was ich gut fand, tatsächlich, der M4 war gut. Ich fand den Audi gut und wir gucken uns auch nochmal in dem nächsten Video, wir warten dann aber schon nochmal das ein oder andere Update ab zwischendurch, gucken uns dann auch nochmal den Porsche Cup an. Auch eins meiner Lieblingsfahrzeuge. Auch beim Porsche Motorsound ist man da, glaube ich, nicht ganz auf der authentischen. Man hört es, dass es ein Porsche ist, aber ich glaube, es gibt bessere Porsche Sounds. R8 ging, war gut. Und ja, das ist so mein erster Eindruck, mein erstes Fazit. Auch Benutzermenüführung ist sehr, sehr spartanisch noch gehalten. Ich weiß nicht, wie es zukünftig sein wird. Und ja, wie gesagt, schreibt mir bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Seid ihr E-Sports-Competitioner? Seid ihr in ACC unterwegs? Freut ihr euch, endlich von ACC wegzukommen, um auf Rennsport umzusteigen? Und wenn ja, warum? Aus welchem Grund? Also was ist für euch der Trigger, der Ansatzpunkt, auf Rennsport zu gehen? Oder auch, wenn nein, warum? Was fehlt euch? Was muss noch mit rein nach Rennsport? Ich weiß, viele setzen hauptsächlich auf VR, weil es einfach nochmal ein immersiveres Erlebnis ist, wie es damit aussieht. Lasst es mich gerne wissen, was eure Anforderungen und Wünsche sind an Rennsport. Ich leite das dann direkt dem Geschäftsführer weiter. Nein, Quatsch. Aber es besteht ja immer die Möglichkeit, dort auch ein entsprechend vernünftig, konstruktives Feedback abzuliefern. Und ich denke, da ist jeder Entwickler dankbar rüber, wenn er weiß, was er zu verbessern hat. In diesem Sinne, das war also ein erster Ausflug nach Rennsport. Sicherlich auch nicht der letzte. Ja, wie gesagt, der Scope des Spiels ist nicht meine Hauptrichtung. Wir werden es aber weiterhin auf dem Schirm behalten beim ein oder anderen Update. Sollte neuer Content kommen, haben wir also wieder ein neues Video von Rennsport auf der To-Do-Liste. Und bis dahin verbleibe ich mit freundlichsten Grüßen. Bleibt gesund, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao, adieu. Macht's gut.